Oh, willkommen zurück bei Silent Hill 3. Da ist der Zug. Das hat doch was mit der Tür zu tun. Ich habe es gerade nochmal versucht, die Tür zu öffnen, bin dann zurück aufs Gleis gegangen. Ich dachte, okay, ich gucke mich weiter um. Zack, kam der Zug. Hat doch gerade sich eine Tür geöffnet, oder? Das ist wahrscheinlich ganz am Ende des Zuges. Noah! Okay, wenigstens geht's jetzt hier weiter. Dachte, ich werde langsam verrückt. Irgendwas mit dem vermaledeiten Bergen Street war doch. So, hier können wir nochmal speichern. Ist aber gerade nicht notwendig. Auf dem Sitz liegt eine Zeitung. Gleich einen alten, langweiligen Artikel. Was sagst du jetzt? Die Stimme müssen im Wege, die muss ich töten. Glaube ich, bis ganz nach vorne. Ein großer. Das muss nun wirklich nicht sein. Ah. Auf dem Boden liegt eine Zeitung, ist nur Abfall. Nee, da liegt was, ein Erste-Hilfe-Kasten. Sind hier noch so ein Dicker drinne? Ja. Wie geht's mir denn so? Oh. Noch okay. Trotzdem mal ein Fläschchen nehmen. Dann geht's mir wieder hervorragend. Ja, Munition geht auch noch klar. Alter, ich hab 4 Erste-Hilfe-Kästen, das ist brutal. Komm ich an dem vorbei? No problem. Freiheit. So, jetzt geht's ab in die Kanalisation. Das müsste der nächste Abschnitt eigentlich sein. Oh ja. Das wird super spannend. Hier kommen ziemlich viele Gegner. Nochmal gerade nachladen. Kann man aber alle gut umgehen. Lauf erstmal. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ja. Nicht nett. Ja.
habe einen Schlegel. Ist eine Nahkampfwaffe. Ist im Werkzeugkiste, aber nichts Nützliches drin. Und da ist die Karte. Ich habe eine Unterführungskarte. Mit Blut. Mit Blut. Da wurde jemand von dem Morgenstern getötet. Aber wer würde sowas tun? Da sickert Blut aus dem Spind heraus. Ist da etwas drin? Wird ja nachsehen, aber ich bekomme die Tür nicht auf. Ah. Ist wohl besser so. Es wird wohl kaum etwas Gutes daran sein. Dann gehe ich raus und plopp! Geht's auf. So, was sagt denn die Karte? Wo bin ich denn? Okay. Noch mehr. Ich glaube, ich muss hier entlang. Da ist wieder so einer. Ich werde mal bis am Ende des Gangs laufen, beziehungsweise dann nach rechts. Ich denke, das geht schon. Ich hoffe, die Tür ist halt auf. Die Tür ist auf. Jetzt dürfte ich hier sein, ja. Okay. Einfach alles voll mit Gegnern hier. Hat er Munition? Nee. Da bin ich verguckt. Ich habe gedacht, da würde Munition liegen auf dem Boden, aber das war nur Gedöns. Genau, hier lang. Ich will jetzt nicht hier durchrushen, weil hier liegen wahrscheinlich eh noch Items rum. Die will ich noch einsammeln nach Möglichkeit. Weil uns erwartet bald ein Bosskampf. Was soll das auch so finster hier sein? Was muss das denn so finster hier sein? Hier. Hallo? Hm. Kaputt. Wer schreit denn da? Sind sie okay? Geht quasi einmal hier hier hoch. Oder es geht auch hier lang. Nämlich eine Tür, habe ich gesehen. Wet. Ist kaputt. Ah, okay. Wo geht's hier denn lang? Wieder nach unten. Okay. Da ist direkt eine Tür. Zwei Gänge hier. Maschinenkontrollraum. Okay, das war noch der Sound von eben. Das Loch hat voll, das Loch ist voll mit Dreckwasser. So kann ich da nicht runter. Kann ich es ablassen? Das könnte der Tank sein. Er ist aber leer. Ah, das ist Benzin. Und dann hier einschalten damit. Sieht aus wie ein Ausschalter für den Flaschenzug. Der Tank ist leer, also hat der Schalter keine Wirkung. Ja. I need the fuel. Was für eine Maschine ist das? Sieht aus, als funktioniere sie nicht mehr. Das ist eine Pumpe. Was? Nur an dieser Tageszeitung. Nimm die Munition mit. Ist keine Tageszeitung. Spinne ist voller Ramsch. Nein, kein Ramsch. Sieht nach den Sachen von jemandem aus. Okay.
Da kann man speichern und hier ist noch was. Sieht so aus, als wäre noch etwas Kerosin im Heizgerät. Wenn ich einen Behälter hätte, könnte ich es mitnehmen. Okay, ich brauche einen Behälter. Ich den dir nochmal her. Den muss ich erst finden, aber das Kerosin ist hier. Das kann ich mir schon mal merken. Zwei von denen. Ich laufe mal zum Ende des Ganges, nach rechts. Darf ich? Aua. Hallo. Ich hab Aua. Aber darum kümmere ich mich gleich. Erstmal hier runterlaufen. Noch mehr natürlich. Karte nicht, sondern hier. Bin nur etwas angeschlagen. Der Rest geht. Hier ist einfach mal gar nichts. Autsch. Ein Raum, in dem nichts ist, ist nicht gut. Okay, das heißt, ich kann hier einfach mal komplett zurücklaufen. Heißt, ich kann hier nochmal schauen, ob ich hier vielleicht noch die Tür öffnen kann, die hier am Ende des Ganges ist. Das heißt jetzt hier und dann hier lang. Ja, die ist zu. Okay. Das bedeutet, hier oben ist nichts mehr. Das heißt, ich könnte nur noch wieder zurück. Das heißt, hier so lang, hier lang. Wieder hoch und hier sind nämlich noch ein paar Türen, die ich nicht ausgecheckt habe und vielleicht finde ich ja den Behälter eventuell. Weil hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann wieder diesen langen Gang entlang. Halt. Wie geht's mir? Oh, gut. Gut. Speichern werde ich nochmal. Weil der letzte Speichervorgang ist jetzt schon etwas her. Das wäre relativ ungünstig, wenn ich jetzt sterbe, weil dann muss ich einiges nachspielen und das möchte ich nicht. Alter, was sind die denn so laut? Sag mal. Okay, da geht's nicht weiter. Schon ein gutes Stück, weil ich nochmal zurück muss. Aber macht schon. Macht nichts. Schon okay. Mal wieder auf die Karte halt gucken, damit ich weiß, wo ich bin. Ja, yeah, okay. Wow. Oh no. Okay. Ich könnte auch zum Ende des Ganges gehen, in die andere Richtung, das mache ich mal. Hier ist nämlich noch eine Tür. Oder? Ja. Hervorragend. Weinen an einem Ort wie diesem? Na, ich schätze, es ist dunkel und trocken. Nur eine der Flaschen ist leer. Ah, und die Weinflasche und dann das Kerosin da rein, ne? Ich glaube, das war's auch schon, was ich brauche. Muss ich die nicht erst aufmachen? So.
Jemand hat die Flasche an einer Ecke in der unterirdischen Passage fallen lassen. Kann sie nicht öffnen. Ja. Geh nochmal bis zum Ende des Ganges, um zu sehen, ob hier nicht vielleicht noch was in der Ecke liegt. Nope. Doch. Haha, Schrotpatronen. Sehr gut. Autsch. Wie gesagt, ein paar Mal angesprochen. Ich könnte sie theoretisch auch alle töten, aber es ist einfach zu sehr Munitionsverschwendung für die kleinen Viecher, die halt eh nicht viel Schaden machen. Ich werde die Munition noch brauchen für die richtig dicken Klopper, die noch kommen. Also von daher nehme ich den Schaden gerne in Kauf. Heilung habe ich noch, das ist nicht das Problem. Okay, da kann ich nicht lang. Das heißt, ich könnte noch gucken. Ne, wenn ich da nicht langkomme, ja, da kann ich noch lang. Die Türen kann ich noch auschecken. Okay, den Gang runter, hier. Wo bin ich jetzt? Also. Also dieses Sounddesign. Das ist einfach die Hölle. Die Hölle. Was ist kaputt? Guck mal, wie es rumwatschelt. Das hat nicht mal ein Gesicht, das hat nur Beine und ist irgendwie so ein matschiger Körper. Uah. Achso, das ist einfach nur ein Rundgang, okay. Das bedeutet, ich kann hier nichts machen. Muss also meine Flasche nehmen und hier hin wieder zurück, da so. Das heißt, ich muss den Gang wieder zurücklaufen, komplett da hoch. Okay. Okay, den Gang runter und dann rechts. Links. Okay. Dann wieder Gang runter und nach links. Alle anderen Sounds sind so nebensächlich, dass alles leise wird. Wie komme ich denn da vorbei? Okay, geht. Okay, haben wir geschafft. Nice. Okay, jetzt nach rechts und dann den Gang runter. Das ist einfach nur so eine dunkle Stimmung mit einer Taschenlampe und so einem schrägen Sounddesign ausmachen kann, ne? Das ist einfach verrückt. Masterpiece. So, dann nehmen wir mal unsere Flasche. Ich habe die Weinflasche mit Kerosin gefüllt. Ölgefüllte Flasche. Jo. So, jetzt wieder hier durch. Und dann hier lang. Ich habe Kerosin in den Tank gefüllt. Ja, dann go. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Ich glaube, ich kann da jetzt runter, wenn ich den Geruch ertragen kann. Du kannst. Du kannst nicht nur, du musst. Okay.
Hier muss das Wasser wohl ablaufen. Ja. Das siehst du richtig. Schön schmammschick hier. Jetzt dürften wir auf der anderen Seite sein. Hervorragend. Das wird alles super lustig werden. Genau, jetzt muss ich rechts den Gang runter. Also hier lang. War hier. Gehen wir mal in die andere Richtung. Nicht, dass da noch Kram liegt hier. Nee, da ist nichts. Gott sei Dank. Hier sind doch auch noch Gegner. Ich weiß doch. Ja, Sackgasse. Wird das auch eingezeichnet? Ja. Jetzt muss ich doch rüber. Lal. Kann ich nicht auch ins Wasser? Doch. Gut. Weil die Gegner springen mir, glaube ich, nicht nach. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ein langer, langer Gang. Ich checke erst nochmal die andere Tür hier aus. Die geht auf. Da liegt wer, seht ihr das? Toll nicht. Ich wusste nicht mehr, ob die Leiche noch da liegt, aber ja, tut sie. Seh nichts. Da. Der Föhn. So, eine Ampulle nehmen wir noch mit. Sonst noch was hier? Nein. Decke nicht den Föhn an und werf ihn ins Wasser. Und da ist die Leiche auch schon weg. Dünn, dünn, dünn. Das sind aber so nette Details hier. Das Spiel so ein bisschen. Wie soll man sagen? Da kriegt man langsam so ein Auge für, dass es nicht so ist, wie es scheint. Und dass manche Dinge da sind und dann wiederum nicht. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es erklären soll, aber. Okay. Also zum Ende des Ganges und dann nach links. Wow. Ganz schön viele hier. Die sind überall. Ein Gesundheitsdrink. Da kann ich speichern. Was? Fahrzeugdrift verboten. Das hängt wohl an der Tür. Ich kann sehen, wo es abgeblättert ist. Okay. Ist das ein Überwachungsmonitor? Kann nichts sehen, ist wohl kaputt. Aber hier ist ein Zettel. Der ist aber wahrscheinlich nicht interessant genug. Okay, da ist das Speichersymbol, da liegt noch was. Hier liegen Dokumente auf dem Boden, sieht aber nicht so aus, als hätte sie etwas mit mir zu tun. Als hätten sie etwas mit mir zu tun. Nö, haben sie nicht, aber. Es muss ja nicht immer alles mit dir zu tun haben, Heather. Gut, gespeichert haben wir. Dann hier durch. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Deswegen habe ich vorher nochmal gespeichert. Wollte diese Todesanimation auch nicht außer Acht lassen, weil ich finde die ziemlich lustig. Man geht einfach da lang, zack, Tentakel und weg. Deswegen haben wir den Föhn. Den müssen wir anstecken und ins Wasser schmeißen. Hier ist eine Steckdose. Falscher Knopf. Here we go. Tentaculus Maximus. Okay. Hier liegt nichts mehr rum. Dann durch diese blutige Tür. In das Träumchen komme ich nicht. Das heißt, kann ich schon mal haken, dann hier lang. Wo bin ich jetzt? Auf der anderen Seite. Wahrscheinlich, weil die andere Tür zu ist. Alter, mein Herz. Mach mich nicht schwach. Ich bin auch so unfassbar laut jedes Mal. Die fliegenden Körper, was auch immer sie sind. Schrecklich. So, raus hier. Haben wir in einem Rutsch den Unterwasser. Unterwasser. Den Untergrund hinter uns gebracht und die Kanalisation. Aber noch sind wir nicht draußen. Denn der richtige Spaß kommt erst noch. Stell dir mal vor, du musst durch die Kanalisation laufen, um nach Hause zu kommen. Denn der nächste Abschnitt, der jetzt folgt, der wird super. Das war für mich damals so dieser Aha-Moment, weil ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass Silent Hill 1 und Silent Hill 3 zusammenhängen geschichtlich. So, als kleiner Bub habe ich das nicht gerafft. So, nee, ich habe keine Karte, das ist richtig. Nochmal speichern an dieser Stelle. Baustelle. Sie die gespeicherten Daten wirklich löschen? Nein! Möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich hier rein. Was? Kein Strom, der Aufzug wird nicht funktionieren. Ja, ohne Strom geht das auch schlecht. Unter der Treppe sind Zementsäcke oder so aufgestapelt, blablub. Also nichts von Interesse. Ein Lärm. Ist wohl kaputt. Die Decke der dritten Etage ist eingestürzt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt verboten. Oh, sowas Doofes. Ja, dann muss ich wohl weiter nach oben, ne? Der Boden der vierten Etage ist eingestürzt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt verboten. Hier ist alles kaputt. Natürlich muss ich auf in die höchste Ebene. Ein ganz normales Waschbecken, nichts Besonderes dran. Läuft denn da? Ich habe Patronen. Ja. So.
Ihr, eine versiffte Matratze. Willst du dich das Loch fallen lassen? Nee, noch nicht. Ich würde gerne noch den Gesundheitsdrink hier mitnehmen, bevor ich das tue. Weil wir müssen. Ja. Matratze runtergeschubst und runtergesprungen, damit sie weich landet. Ja, runter mit dir. Au, mein Bart. Lalala. Aber dieser Weg durch das Apartment, der ist nicht die Rede wert. Das ist eigentlich relativ schnell und selbsterklärend. Da geht's wieder ins Treppenhaus, geht aber nicht. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Da geht doch rein. Okay. Das war's auch schon. Jetzt sind wir im Gebäude auf der anderen Seite. Der Schloss ist kaputt. Nope. Ich will jetzt noch die anderen Türen auschecken. Ja, ja, ist ja gut. Storage Room 2. Die Puppen. Die Puppe hat ihren Kopf verloren. Seltsam. Das ist Blut. Warum eine Schaufensterpuppe auch Blut verlieren sollte? Das macht nun nicht wirklich Sinn. Soll so ein kleiner Jumpscare sein, aber irgendwie zündet er nicht. Eieiei. Autsch. Ja. Lass mich hier von den Hunden verprügeln. Jetzt. Jetzt habe ich die Schnauze langsam voll. Ich lass mich doch nicht von irgendwelchen Hunden hier vermöbeln. Höhle. Der Spalt ist aber zu eng, um nützlich zu sein. Ich brauche etwas, um es aufzumachen. Der Morgenstern ist halt super. Also beziehungsweise dieses Ding. Schlegel. Kein Morgenstern, Schlegel. Ich nehme aus Gründen der Munitionsvorräte, obwohl es 49 Stück sind, eine Nahkampfwaffe, weil ich die Munition noch brauchen werde für später. Und Schrotmunition ist leider ein seltenes Gut in diesem Spiel. Aktuell noch, aber ich werde mich trotzdem mal heilen. Nicht viel passiert, aber und so. Die geht nicht. Ist oben vielleicht? Na, fast. Hm? Was war? Ob er kaputt ist? I don't know. Gab's hier nicht irgendwo auch eine Karte? Natürlich gibt es eine Karte hier vorne, aber ich habe die Karte nicht gefunden. Ah, ich habe, was ich brauche. Hier drin. Abgeschlossen.
Scheiße, ich hab den Schlüssel nicht. Wo krieg ich den denn nochmal? Hier drin, glaube ich. Das Schloss ist kaputt. Jetzt sind wir so oft an Gegnern vorbeigerannt, jetzt töten wir mal ein paar. Oh Gott. Da! Ah. Entschuldigen Sie, Sir, ich gehe wieder. Ist kaputt. Auch kaputt. Ah. Einmal zutreten reicht. Ein Gesundheitsdrink. Hier das Objekt meiner Begierde? Ja, der Wagenheber. Damit komme ich durch den Aufzug. Ziel der Sache ist, ich muss ganz runter. Aber die Tür ist zu, aber durch den Aufzug komme ich da runter. Na gut. Ich glaube, das war's hier. Ja, da war ich drin. Hier auch. Da muss ich eigentlich wieder zurück in den Gang. Hier war ich noch nicht. Das ist kaputt. Hier war ich auch noch nicht. Sieht aus, als hätte hier mal ein Bild gehangen. Jetzt ist nur noch das Titelschild da. Der Titelschild. Flamme reinigt alle. Was? Wenn ich nur wüsste, wo ich bin. Ich bin todeslost gerade. Office. Ah, das Katana. Stimmt. Ich werde euch töten mit dem Katana der Rache. Ich glaube, die Waffe ist aber auch langsam. Nee, die Waffe ist gut. Katana. Nun denn. Da sind die Toiletten. Ähnlich. Dann war noch das Treppenhaus. Da ist abgeschlossen. Treppenhaus geht's dahin. Da ist der Aufzug. Mehr ist hier nicht. Okay. Achso, auf dem Dach war ich noch gar nicht, beziehungsweise im sechsten Stock. Aber ich glaube, das ist zu, das Dach. Ja. Das ist natürlich doof. Na gut, ich kam, glaube ich, aus dem dritten Stock oder aus dem vierten. Das ist der dritte sein. Und dann nutze ich den Wagenheber. Großartig. Die Tür unten scheint auch offen zu sein. So komme ich auf keinen Fall hinunter. Nee, weil eine Sache fehlt uns noch, um uns abzuseilen.
brauchen wir natürlich ein Seil. Aber wo kriege ich denn nur ein Seil her? Schaufensterposen. Ich brauche unbedingt eine Karte. Das geht ja nicht. Aber wo ist die Karte? I don't know. But I want to. Sind eindeutig zu viele. Nein! Der Dicke kann mir gestohlen bleiben, der ist nicht schnell. Aber die Hunde sind schnell. Der hängt eh da rum und macht nichts. Hier ist aber nichts. Geht's mir denn so? Ja, geht noch. Geht noch! Was haben wir denn hier? Eine Karte! Endlich! Oh Gott, ja. Was? Der Tisch ist chaotisch. Nichts darauf, an dem ich interessiert wäre. Aber du guckst doch auf irgendetwas da. Die Schublade ist einen kleinen Spalt weit offen. Sie muss eingerostet sein oder so. Ich bekomme sie nicht weiter auf. Habe ich dafür irgendwas? Nope. Nee, habe ich nicht. Da ist nämlich das Seil drin, was ich brauche, aber ich brauche was, um die zu öffnen. Geh erstmal hier raus. Und gucke auf die Karte. Ich habe jetzt endlich eine. Geil. So. Da seht ihr auch schon, die meisten Türen hier sind zu auf der linken Seite. Storefront Possibles. Monika's Dance Studio. Hier können wir nochmal gucken. Da steht schon Drawer. Die nächsten zwei Türen gucke ich mir noch an. Und dann beenden wir die Folge an der Stelle. Die ist kaputt. Die geht auf. Da ist nichts Interessantes im Spind. Auch nicht. Da auch nicht. Aber hier. Zwei Gesundheitsdrinks. Mehr nicht. Es ist nur ein Kalender. Da steht nichts Interessantes drin. Okay. Gut. Dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal ein Päuschen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Silent Hill 3. In der nächsten Folge geht es mit mir und Heather weiter hier in den, wie ist das? Hilltop Center, genau. Und dann suchen wir weiter nach einer Möglichkeit, das Seil zu bekommen, damit wir uns runter abseilen können ins dritte OG. Ganz nach unten müssen wir nicht. Und dann geht es auch schon weiter, weil dann sind wir hier soweit erstmal dann durch. Und ich glaube, so ab dem nächsten, übernächsten Abschnitt sind wir auch schon bei 50% des Spiels, weil das Spiel ist nicht besonders lang. Aber gegen Ende wird es nochmal richtig hart intensiv. Boah, das Ende ist so gut. Gut, also, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal bei Silent Hill 3.